Es ist doch eigentlich viel zu schade, das hier einfach wegzuschlürfen. Das sind echte Milchschaum-Kunstwerke und er ist der Künstler. Viele nennen ihn den Ronaldo der Kaffeeszene. Und Ihnen zu Hause zeigt er jetzt, wie Sie das hier auch hinkriegen. Gestatten. Arnon Titi Prasad, Latte Art Champion. Der junge Thailänder revolutioniert gerade die Kaffee- und Latte-Art-Szene. In seinen Tassen erwachen Einhörner und ein halber Zoo zum Leben. Keiner geht so geschickt mit dem Milchkännchen um. Längst ist Milchschaumschütten für ihn ein lukrativer Beruf mit tausenden Fans. Er ist der Messi oder Ronaldo der Kaffeeszene. Meine Meinung, er ist der Beste. Arnon, der Milchschaum-Superstar. Wir sind in Amsterdam. Hier findet die größte Kaffeemesse der Welt statt. Einer wurde dafür extra aus Thailand eingeflogen. Arnon Titi Prasad. Natürlich geht's zunächst mit ihm in ein Café. Kapu schlürfen. Und sofort mal ein Geheimnis aus ihm rausquetschen. Das Milchkännchen ist so etwas wie meine Waffe. Ich nehme es überall hin mit, weil ich das Kännchen so gut kenne. Es ist eigentlich wie mit einem neuen Auto. Du musst es erst kennenlernen. Erster Gang, zweiter Gang, jedes Detail. Deshalb habe ich sie schon in 40 Länder mitgenommen. Dann zeig mal, was du kannst. Ins Milchschaum-Business rutscht Arnon zufällig. Als Maschinenbaustudent jobbt er vor 10 Jahren in einem Café. Eigentlich schmeckt ihm das Koffeingebräu zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Doch der Besitzer führt ihn ein in die Welt der Milchschaumkunst. Danach ist an Maschinenbau nicht mehr zu denken. Aufgeschäumte Milch, für ihn ein Kick. Das ist eigentlich wie Zeichnen. In jeder Tasse kann ich mir etwas Neues ausdenken und es ist in weniger als einer Minute fertig. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Diesen Job möchte ich machen. Nach diesem Erlebnis eröffnet Arnon sein eigenes Café in der thailändischen Stadt Chiang Mai. Er saugt jede Info zum Thema Latte Art auf und trainiert wie besessen. 50 Liter Milch und 10 Kilo Kaffee gehen bei ihm täglich über die Theke. Längst hat er zu diesem Zeitpunkt schon von Kaffeewettbewerben gehört. Er möchte der Beste werden. Dann kommt dieser eine Moment. Der Moment, der mein Leben verändert hat, war, als ich die neue Milchtechnik entdeckt habe. Ab da ging es bis zum Weltmeistertitel. In genau dieser Sekunde, innerhalb von 7 Jahren Training. Einfach boom. Ab diesem Moment läuft's für Arnon. 2017 holt er den Latte Art Weltmeistertitel. Volle Punktzahl. Die Kaffeewelt steht Kopf. So detailreiche Bilder hat vorher noch keiner ohne Hilfsmittel in den Kapu gekippt. Es folgen Sponsorverträge, tausende Follower und satt Kohle in der Tasche. Aber jetzt verrat endlich mal, was da genauso bahnbrechend war. Ich zeige euch jetzt den Unterschied zwischen normaler Latte Art und der neuen Technik, die ich entdeckt habe. Eigentlich ist es so, dass wir bei Latte Art in den letzten 20 bis 30 Jahren immer die gleichen Muster gemacht haben. Da hätten wir zum Beispiel die Tulpe. Und dann noch die Rosette. Und jetzt kommen wir zu den letzten 20% Milchschaum im Kännchen. Und das ist meine Entdeckung. Normalerweise benutzen wir die nicht. Ich aber schon. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich die Menge und die Position des Schaums kontrolliere. So kann ich ganz präzise die Form der Beine, den Rücken, Hals und Kopf der Pferde gießen. Das hat Latte Art verändert. Der verbleibende Milchschaum im Kännchen ist also ein wenig dickflüssiger und dadurch besser zu kontrollieren. Außerdem braucht es natürlich auch Arnons mega ruhiges Händchen und seine Zeichenskills. Dafür trainiert er mehrere Stunden täglich.
Ich mache jeden Tag 300 bis 400 Tassen Latte Art in meinem Kaffee. Jede einzelne Tasse so, als ob es die Meisterschaften wären. Also trainiere ich schon während der Arbeit. Danach bleibe ich noch 3 bis 4 Stunden, um weiter zu trainieren. Wir begleiten Arnon weiter zur Kaffeemesse. Viele Besucher sind extra gekommen, um ihn zu sehen. Heute performt er eine Latte Art Show am Stand eines Kaffeemaschinenherstellers. Die Fans filmen jede seiner Kapu-Kreationen. Das Ganze wird live ins Netz gestreamt. Es ist verrückt, das zu sehen. Faszinierend. Man kann einfach nicht wegschauen. Einfach crazy. Soweit ich weiß, beherrscht keiner Latte Art so gut wie er. Er ist der Messi oder Ronaldo der Kaffeeszene. Meine Meinung, er ist der Beste. In den nächsten 5 bis 10 Jahren bleibt er der Beste. Sicher. Längst ist Arnon eine eigene Marke im Kaffee-Universum. Aber obwohl hier alles sehr familiär wirkt, es bleibt ein knallhartes Business. Business mit Milchschaum. Ich genieße jeden Moment. Mache aber damit auch gutes Geld. Ich bin zwar kein Millionär, aber ich hatte als Kind immer diesen Traum. Ich wollte verschiedene schnelle Autos haben, ein paar Häuser und um die Welt reisen. Das alles habe ich geschafft, mit Milchschaum. Und weil ich immer mein Bestes gegeben habe. Ich habe nie aufgegeben, bis ich Weltmeister war. Sogar ein Kaffeemaschinenhersteller wirbt in einer aufwendigen Kampagne mit Arnon als Werbegesicht. Spätestens jetzt muss er sich keine Gedanken mehr über seinen Kontostand machen. Eindrucksvoll, wohin eine Spezialisierung führen kann. Wer Latte Art auch mal ausprobieren möchte, aufpassen. Der Meister persönlich gibt jetzt Milchschaum-Nachhilfe mit einem klassischen Anfängermotiv, dem Herz. Zunächst braucht man einen Espresso. Der Milchschaum sollte nicht heißer als 70 Grad sein. Sonst verliert er an Geschmack. Außerdem, Arnon schäumt die Vollmilch gleichmäßig und feinporig auf. Anfangen am besten so. Kaffee und Milch vermischen. Langsam, aber stetig. Dabei die Tasse und das Kännchen leicht bewegen. Sobald die Tasse halb voll ist, kurz stoppen. Kännchen ein wenig höher und mit mehr Druck und leichtem Wackeln die Milch in die Mitte schütten. Und zum Schluss einmal zum Rand ziehen. Das ist ein sehr einfaches Muster. Mit dem richtigen Kaffee und der richtigen Milch sollte das jeder hinbekommen. Also nochmal. Milch und Kaffee vermischen, bis die Tasse halb voll ist. Dann den Rest in die Mitte gießen und den feinen Milchstrahl zum Tassenrand ziehen. Tada! Kapu-Herz gefällig? Aber Vorsicht, wer einmal damit angefangen hat, wird vielleicht auch bald abhängig, wie Arnon. Kaffee ist mein Leben. Ich kann daran nichts ändern. Es ist meine Leidenschaft, mein Spaß. Jede Sekunde denke ich daran. Ich kann mir ein Leben ohne Kaffee nicht vorstellen. Eine absurd geschickte Spezialisierung und die Geschichte dahinter. Arnon, der Milchschaum-Superstar.